Herzlich willkommen zu den Most Actives hier live von der Börse in Frankfurt. Die Anleger, sie bleiben vorsichtig und das haben wir heute mit deutlichen Kursverlusten zwischenzeitlich quittiert, denn der DAX war unter der 12.900-Punkte-Marke. Inzwischen haben wir die psychologische wichtige Marke der 13.000-Zähler zurückerobert. 13.023, der stand trotzdem aber ein Minus von 0,6%. Die ZDW-Konjunkturerwartung überraschend positiv, das hat zu und für eine gewisse Stabilisierung am Markt gesorgt. Aber man ist natürlich vorsichtig, denn es steht ja innerhalb der Woche noch einiges auf der Agenda. FED-Sitzung, EZB-Sitzung, außerdem die Wahlen in Großbritannien und dann womöglich eben höhere Zölle gegen chinesische Waren von Seiten der USA. Also auch das Thema Handelskonflikt nach wie vor im Fokus der Investoren. Und werfen wir einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex. An Platz 1 das Papier von Wirecard, gefolgt von Warta, der Deutschen Telekom, Lufthansa und Daimler. Wir werfen einen Blick auf Warta. Der Batteriehersteller, der gehört zu mehreren Unternehmen, die von einer Milliardenförderung für die europäische Batteriezellenfertigung profitieren soll. Förderungsmittel sollen in Deutschland unter anderem auch die Autobauer BMW und Opel sowie der Chemiekonzern BASF erhalten. Die Aktie von Warta, die hat in den vergangenen Monaten eine unglaubliche Rallye hingelegt. Zuletzt dann das Papier mit einer leichten Konsolidierung. Aber ab dem 23.12. wird Warta ja in den MDAX aufgenommen und das könnte dann nochmal zusätzlich Schub für das Papier bedeuten. Wir werfen auch einen Blick auf das Papier der Deutschen Telekom. Gestern am Montag hat in New York der mit Spannung erwartete Prozess um die umstrittene Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Rivalen Sprint begonnen. Insgesamt 13 Bundesstaaten und der Regierungsbezirk Washington wollen die im April 2018 vereinbarte 26 Milliarden US-Dollar schwere Hochzeit ja verhindern. Werfen wir aber auch einen Blick auf die meist verkauften Werte beim Online-Broker Flatex. Auch da an Platz 1 Wirecard, gefolgt von Evotec, BASF, Warta und der Deutschen Bank. Und die Deutsche Bank, die ist heute im Fokus. Zunächst einmal war sie als größter Gewinner in den Handel gestartet, wurde dann aber durchgereicht und ist auch jetzt im negativen Bereich unterwegs. Zu Beginn half noch, dass die EZB die Kapitalanforderungen für das Institut reduziert. Zudem bestätigte eben die Bank aber auch anlässlich ihres Investorentages ihre Kostenziele. Der Konzernumbau, der geht teilweise schneller voran als erwartet. Trotzdem gehört die Aktie auf Jahressicht gesehen aber zu den größten Verlierern unter den 30 DAX-Werten neben Wirecard und der Lufthansa. So viel von mir und heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen zur Wochenmitte dann auch wieder mit dabei sind bei den Most Actives bei der Aktionär TV. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.